Wenn ihr euch jetzt für den Kauf für eine KPM entschieden habt, dann werdet ihr die Maschine in Kürze in einem orangenen Koffer geliefert bekommen. Das Ganze schauen wir uns mal von innen an, dass ich euch auch zeigen kann, was für der Standardlieferumfang und die Sicherheitselemente sind. Ihr seht es mal, die Maschine ist sicher aufbewahrt, also kein Verrutschen, kein Bewegen. Das heißt, Beschädigungen im Koffer sind ausgeschlossen. Ebenfalls direkt im Blickfeld die Betriebsanleitung und die allgemeinen Sicherheitshinweise. Ebenfalls als Sicherheitselement der Spänehaken, um die Späne am Kammbohrer sicher zu entfernen. Und ebenfalls ein Sicherheitselement ist der Berührschutz, wo ich euch bitte, den auch wirklich dann einzusetzen. Und ebenfalls bei Kopfarbeiten oder Arbeiten in der Höhe oder bei Arbeiten an einem Träger einen Spanngurt, den ich einfach zwischen Bohrständer und Magnet durchfädle und somit die Maschine zusätzlich noch sicher, falls die Spannungsquelle überraschend abfällt. Die Maschine wird ausgeliefert mit einem Zentrierstift, 105 mm Länge, und alle Maschinen mit U, also universell mit MK-Aufnahme, haben zusätzlich noch einen MK3 Austreibekeil. Zum Abschluss nochmal ein Anliegen von mir und allen Kollegen des Kernbohrteams. Wenn ihr die Maschine in der Praxis einsetzt, dann schaut doch bitte, dass ihr einen Berührschutz verwendet, weil das Risiko, dass man unbeabsichtigt irgendwie in die rotierenden Teile gezogen wird, am Span hängen bleibt, ist dadurch einfach wesentlich reduziert. Fein empfiehlt stets, die KPM wirklich mit einem Berührschutz zu verwenden. Bei den ganzen Aufnahmen, die ihr jetzt angeschaut habt, haben wir nur aus fototechnischen Gründen, dass man einfach eine bessere Sicht auf das Werkstück hat, auf den Einsatz des Berührschutzes verzichtet. Aber bitte in der Praxis schaut, dass ihr stets den Berührschutz verwendet, und alle Fein-KBMs werden standardmäßig im Koffer mit diesem Berührschutz ausgeliefert. Denkt bitte an eure Sicherheit.